Willkommen zu einer weiteren Folge von der Websprechstunde. Mein Name ist Sam Steiner. Christian Bossert. Und wir behandeln Gesundheitstipps für KMU im Web. Jetzt ist es so, man sieht, viele Firmen haben schon eine Website, wo sie regelmäßig hilfreiche Inhalte veröffentlichen. Also sie sind vielleicht schon ein bisschen weiter. Und sie haben vielleicht Twitter und Facebook. Und probieren möglichst viel Engagement zu erreichen in Facebook und freuen sich über jeden Retweet in Twitter, dass die Leute möglichst auf ihre Blogartikel kommen, auf ihre Website. Langt das? Natürlich langt das nicht. Weil wir müssen ja uns überlegen, was passiert noch mit den Besuchern, die auf unserer Seite landen. Wenn wir jetzt einen Online-Shop haben, dann ist das im besten Fall, dass sie dort etwas kaufen. Und das können wir auch relativ schnell herausfinden, ob dann da etwas passiert oder nicht. Aber wenn wir jetzt sonst Besucher auf der Seite haben und wir haben die Blogartikel, dann muss irgendetwas sein, was sie nachher müssten machen quasi auf unserer Website. Und für uns wäre es ideal, wenn wir nur E-Mail-Adressen würden sammeln. Und zwar einfach, weil E-Mail ist nach wie vor, trotz dieser Plattformen, die wir haben, dieser Social-Media-Plattformen, ist immer noch eigentlich eine sehr gute Möglichkeit, um nur wieder Kontakt aufzunehmen mit diesen Leuten. Und vor allem die Besucher, die uns ja schon mal die E-Mail-Adresse dann gegeben haben, die geben uns ja auch wieder Erlaubnis, dass wir mit ihnen Kontakt aufnehmen dürfen. Und das ist natürlich noch eine sehr gute Möglichkeit, sei das Blogposts oder sonst interessante Sachen, vielleicht auch mal etwas zur Unterhaltung, Aktionen, wenn wir Produkte verkaufen, dass wir das können via E-Mail noch entsprechend weitergeben, kommunizieren und so bleiben wir immer im Gespräch. Also du meinst, die Leute, die ihre E-Mail-Adresse geben, haben lieber so ein E-Mail, als dass jemand jetzt ihnen anruft mit Telefon oder so? Ja, das ganz sicher. Und vor allem kann ich ja dann über einen längeren Zeitraum auch mich immer wieder in Erinnerung rufen. Ja, so ein Beispiel aus meiner früheren Firma, wo ich noch Küchenrichtung gemacht habe. Dann sind wir irgendwie alle zwei Jahre mal an eine Messe gegangen und dann haben die Leute noch so Karten ausgefüllt. Und am Schluss hast du dann die Karten gehabt und hast dann den Leuten angerufen und du hast gemerkt, du störst die Leute. Es war eigentlich nicht ein angenehmes Gespräch gewesen, weder für mich noch für die Leute. Und die sind ja dann noch an anderen Ständen gewesen, haben sich vielleicht noch sonst informiert und haben sich entweder entschieden oder sie sind noch unentschieden. Und gerade die Unentschiedenen, die sind für uns interessant. Und wenn wir jetzt die sind, die immer wieder können uns in Erinnerung rufen können, mittels natürlich qualitativen E-Mails, nicht einfach irgendwie drei, vier Sätze, die nichts sagen, sondern wo ihnen etwas bringt, wo ihnen weiterhilft, wo sie auch unterhalten, wo sie inspiriert, dann denke ich, ist die Chance gross, dass die nachher, wenn sie sich wirklich entscheiden wollen, auch wieder zu uns kommen. Und jederzeit, wenn sie nervt, dann können sie sich ausklinken. Genau. Oder? Das ist ja auch von diesen ganzen Spam-Bestimmungen her und so ist ja das eine Pflicht, dass wir einen Link haben unter einem E-Mail. Und wenn wir ja mit einem professionellen E-Mail-Service arbeiten, ist das auch automatisch drin, dass sich die Leute jederzeit können austragen können. Also was für Tools vielleicht? Hast du Tool-Tipps für das? Ja, also bekannt ist sicher Mailchimp. Das ist eine amerikanische Firma. Dort ist noch der Vorteil, dass man bis 2000 Empfänger und 12'000 E-Mails pro Monat den Service kann gratis nutzen kann. Man hat zwar gewisse Einschränkungen, aber man hat schon sehr viele Möglichkeiten, um einfach mal anzufangen, ohne dass man schon Kosten hat. Außer natürlich den Zeitaufwand. GetResponse ist ein anderer, ClickTip und so weiter. Da gibt es verschiedene Services. Was man vielleicht noch sagen müsste, ist, dass die Leute sich ja nachher auch eintragen oder uns eine E-Mail geben, müssen wir ihnen ja wie das auch schmackhaft machen. Und natürlich kann ich jetzt am Ende von einem Artikel, den ich geschrieben habe, sagen, wenn dir das gefallen hat, dann tue die eintragen und dann in meine E-Mail-Liste und dann kommst du automatisch die per E-Mail zugeschickt über. Oder ich biete ihnen etwas an auf meiner Webseite. Sei das ein PDF oder ein sogenanntes White Paper, wo ich irgendeine Information, die ihnen wieder dient, vermitteln. Das können auch Tools sein, die ich brauche. Oder ich kann ihnen einfach Tipps geben, Reinigungstipps zum Beispiel für eine bestimmte Situation. In meinem Fall Küche hätte ich zum Beispiel können sagen, 10 Tipps, wie ich meine Küche kann reinigen kann und so weiter und so fort. Und so ist es wie eine Win-Win-Situation. Sie geben mir die E-Mail-Adresse und sie kommen für das etwas über. Ja.
Super, das machst du wahrscheinlich auf deiner Website, so wie ich das auf meiner Website auch mache. Richtig. Die Links finden wir irgendwo in der Beschreibung zu dem YouTube-Film, wenn man das will. Das wäre sie für die Folge von der Websprechstunde. Wir freuen uns immer wieder, jedes Mal wieder, um neue Fragen, Anregungen. Wir sind erreichbar auf verschiedenen Kanälen, Twitter und so weiter, aber auch auf dem Link, den wir hier einblenden in diesem Video. Ciao miteinander. Ciao miteinander.